Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Scum. Ich habe mir jetzt so nochmal entschieden, nochmal hier das Lager zu durchsuchen. Ich hoffe, dass diese Scheißmechs mir nicht zerlegen. Und dann wechseln wir auf jeden Fall mal die Position und gehen wir zum anderen. Mal hier oben vom Hafen weg. Die Türen stehen offen, das sieht schon wieder nicht so gut aus. Sieht schon wieder geplündert aus, denke ich. Aber wir schauen jetzt erstmal hier noch mit den ersten Sachen rein. Haben wir jetzt schon mal Munition. Wieso setzt er eigentlich immer die Pistole aus, der schneller ist raus? Suchen wir mal weiter. Rindereintopf. Oh, kann man nicht essen. Egal, nehmen wir aber mit. Essen schadet ja nie. Oh Mann. Gut, dass wir die Tür zugemacht haben. Der wird ja wohl jetzt nicht hier durchschießen. Ja, sieht schon wieder sehr geplündert aus. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ja gut, dann wechseln wir wahrscheinlich doch direkt die Position. Oh, Entschuldigung. Werden wir wohl nicht mehr allzu viel hier bekommen. Schon wieder irgendwo ein Mac. Ja, machen wir die Tür zu wieder. Gehen wir doch von der anderen Seite raus, dann müsste man hier eigentlich auch entkommen können. Oder wieder rauskommen. Gucken wir eben hier unten in die Hütte rein. Mach zu die Tür. Nix. Auch nix. Baumwoll-Shirt, das wollen wir nicht. Oh. Lassen wir den Mac erstmal vorbeilaufen. Und dann holen wir hier unten ab. Bringt ja irgendwie sowieso nichts. Naja, ein bisschen Ausrüstung haben wir ja. Nur irgendwie haben wir immer die falsche Munition für die falschen Waffen. Wie hoch man das nennen möchte. Gibt es im Auto hier was Interessantes? Eine Rohrzange. Wollte ich jetzt auch nicht. Okay. Ja, wo laufen wir jetzt am besten mal hin? Ich glaube, wir laufen unten zu dieser anderen Stadt drüber. Wow. Jetzt muss ich aber sehen, dass ich hier wegkomme. Mein Gott. So, komm jetzt mal in Ruhe auf die Karte gucken. Dankeschön. Hier laufen wir den Schienen entlang. Mal gucken, was wir so finden. Wie viel ist eigentlich mittlerweile der Server? Jo. Sind schon ein paar Leute drauf. Mal schauen, wann wir dem ersten über den Weg laufen. Und wie wir uns gegen den menschlichen Spieler schlagen. Ja, da müssen wir nur erstmal eine halbe Ewigkeit hier wieder durch die Gegend laufen. Bis wir überhaupt mal wieder irgendwo ankommen. Naja, wird schon gelingen. Ich hoffe mal nicht ganz zu öde hier. Seht ihr schon weitere Strecken, die man immer zurücklegen muss? Was
nicht unbedingt ganz so einfach immer ist. Ausdauer geht natürlich auch schon wieder runter. Hier ist ein kleiner Versteck gewesen. Ja, müssen wir erstmal gehen, außer haben wir nicht mehr. Dann gehen wir eine Runde spazieren hier im Wald. Ein bisschen die Landluft genießen. Und hier ist echt gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, bis zu der Stadt ist echt ganz schön weit. Hilft alles nichts. Wir müssen ja da unten mal weg, wir müssen mal woanders hin. Zum Ehrfeld und so weiter wollte ich später mal gehen, aber wie gesagt, erst später. Erstmal ein bisschen Grundausrüstung hier sammeln. Dass wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr machen können. Vielleicht. Ausdauer ist echt schnell unten. Ja. Die anderen beiden gehen natürlich auch mal weiter runter. Unsere Lebensmittelversorgung, da sollten wir uns vielleicht auch mal drum kümmern. Ich sollte bei Gelegenheit mal einen Dosenöffner nehmen und mal diesen komischen Eintopf schon mal essen. Und ein bisschen Wasser sollten wir vielleicht auch mal zu uns nehmen. Mein Gott. Dauert auch mal alles Ewigkeiten hier zurückzulegen. Aber wenn es dann irgendwann mal Fahrzeuge endlich gibt, das wäre sicher ein großer Vorteil. Ich glaube, ich schneide das jetzt raus. Und schneide es. Ja. Mache ich auch. Ich sag mal, bis später. Ich mache wieder an, wenn wir drüben angekommen sind. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt auch fast angekommen. Bin mal gespannt, was uns hier so erwartet. Ist ja nix. Okay. Da haben wir noch eine kleine Ortschaft. Durchsuchen wir mal hier alles. Ausdauer müssen wir ja dabei regenerieren. Ich hoffe, wir laufen nicht direkt zum Jumann über den Weg. Wir haben ja eigentlich im Moment nur die Axt. Das heißt nur, die ist ja gar nicht mal schlecht eigentlich zum Nahkampf. Hier ist die Tür auch schon wieder auf. Ich weiß gar nicht, ob man danach gehen kann, wenn die Türen offen sind, dass man sagen kann, da waren Spieler schon drin und der Loot ist weg. Wir werden es aber gleich wissen, was wir überhaupt allgemein so finden. Ist ja nicht viel. Also kann das schon durchaus sein, dass hier jemand gelootet hat. Schauen wir uns mal fix um. Ein blöder Hut, den brauchen wir natürlich nicht. Vielleicht finden wir ja noch einen Dosenöffner oder sowas, dann können wir jetzt mal was essen. Aber sieht ziemlich leer hier aus. Hier die Tür zu, gehen wir mal hier rein. Vielleicht ist das ja noch nicht gelootet. Na. Jetzt haben wir schon mal eine Lupe. Teilschrott. Ja, das sieht zumindest sonst nicht gelootet aus. Jetzt muss hier nur noch was Brauchbares sein. Auch nicht. Was haben wir hier Schönes?
Nix. Nix, 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 nix. Ja, so viel zu durchsuchen. Und so wenig Erfolg. Dann mal auf den Dosenöffner. Mach sie auf. Eintopf wollten wir erstmal essen. Und hol dir mal den Eintopf hier rein. Ist ja schon eigentlich mal gekocht worden. So. Mal ein bisschen gestärkt hier. Und ja, und der eine Balken erholt sich jetzt auch ein bisschen. Nix. Hier haben wir noch Balkons, okay. Naja, ein Dosenöffner, immerhin, ne? Schauen wir mal, was wir hier noch drin finden. Einen leckeren Apfel kann man natürlich auch noch essen. Ja. Hier wächst ja ein Baum drin. War wohl schon länger keiner mehr hier. Eine Brille. Können wir eigentlich auch aufsetzen. Hä? Brille. Manchmal habe ich irgendwie Talent, Sachen zu verklüngeln. Okay. War zum Glück ja nur eine Brille. Nicht so wichtig. Ja gut, das war dann auch schon irgendwie diese Bude, wenn ich das richtig sehe. Oder irgendwo den Aufgang nach oben vergessen. Ach, auf der anderen Seite geht's nochmal hoch. Ja komm, rüber hier. Was haben wir denn hier oben noch Schönes? Ach, jetzt haben wir wieder so eine scheiß Drohne, die einen hier anleuchtet. Ist natürlich schlecht, dass anderen Spielern einen die Position von einem verrät. Aber gut. Können wir gerade nichts großartig gegen machen. Müssen wir so hinnehmen, dass wir hier beleuchtet werden. Auch wenn ich gar nicht weiß, wo sie überhaupt war. Ja, das hat sich ja auch nicht wirklich gelohnt. Mal schauen, was in der Garage so noch lagern. T-Shirts. Noch ein T-Shirt. Sonst ist alles soweit leer. Ja, irgendwie habe ich zumindest kein Lootglück hier. Oder allgemein. Habe ich jetzt was zu tun. Kann ich immer die Gegend ein bisschen besuchen. Man sieht, hier in der Garage war auch jemand. Sieht schon alles sehr gelootet aus. Bin wohl wieder ein bisschen spät dran. Immer wieder ein Polizeirevier. Eine Schere wollen wir nicht. Lumpen wollen wir auch nicht.
Ja, kann ich nur hoffen, dass sie einiges übersehen haben. Aber macht bisher nicht den Anschein. Als wenn hier noch irgendwas wäre. Was ist das hier? 9 mm. Ja, bräuchte ich dafür jetzt noch ein Magazin. Dann wäre es gar nicht mal schlecht. Den Brecher wollten wir auch nicht. 9 mm Munition. Nochmal Handschuhe und nix. Okay. Schlagstock brauchen wir auch nicht. Hier noch was Schönes. Viele Spinde zum Durchsuchen. Ja, so ein Magazin haben wir schon. Ach egal, wir haben Platz, nehmen wir es einfach mit. Machen wir hier irgendwie die 9 mm. Magazin mal bekommen würde. Wenn man immer nur so unterschiedlich bekommt, aber das ganz schön, bis man vernünftiges Equip irgendwie zusammen hat. Buch. Armeestiefel. Glaube ich, identisch eigentlich wie die Stiefel, die ich habe. Na, lass ich sie hier. Ist egal. Naja, ein bisschen Munition. Ob das jemand vergessen hat, kann ich wieder nicht sagen. Weil eigentlich ist es ziemlich geplündert hier alles schon. Auch die Türen offen, da gehe ich nicht rein. Ich hoffe, dass ein paar vergessen worden sind. Und schaue mich da drin um. Aber bisher macht das nicht so einen Anschein. Wobei das eigentlich alles offen, was ich hier sehe. Gut, wollen wir das nächste? Ja, wenn wir da hochrennen. Wir sind jetzt nicht ganz so weit. Laufen wir mal nach da oben weiter. Und schauen wir mal, was wir dort finden. Ich meine, es ist ja eh noch Early Access. Wir schauen uns ja sowieso nur mal grob um. Und wenn es released wird, dann kann man ja schauen, ob man hier, ja, ich sag mal, schon mehr auf Pro-Spiel als... Wir verschaffen uns ja hier einen Einblick und darf er nicht... Darf er das Spiel mal ein bisschen kennenlernen. Aber wie man sieht, das ist kein Gelegenheitsspiel. Man kann nicht mal eben ein paar Minuten spielen. Zumindest nicht am Anfang. Wenn man später seine Ausrüstung hat, sich einloggen, ein bisschen machen und wieder ausloggen, geht in diesem Spiel ja zum Glück schon. Aber wenn sie irgendeine Art Basisbau noch hier reinbringen, dann weiß ich es nicht so genau, ob das dann immer noch so ist. Ich meine, bei anderen Spielen kann man das ja auch, da bleiben ja die Charaktere dann auf dem Server liegen. Und dann ist natürlich so eine Basis so eine Sache, die ja verteidigt werden muss oder auch aufgebaut werden muss. Glaube ich ein bisschen falsch hier gerade. Ich wollte da oben zu diesen einzelnen Häuschen.
Ja, mit der Ausdauer, das ist hier auch immer so eine Sache. Man irgendwie grundsätzlich zu wenig. Und es blästert hier und gewittert. Nicht mal Wetter ist auf unserer Seite. Reinster Weltuntergang hier. So, die wurde doch auf der Karte was angezeigt. Müssten doch jetzt irgendwelche Häuschen erscheinen. Vereinzelte zumindest. Na. Und. Oh, das ist ein ehemaliges Gefängnis hier. Und ein Sportplatz. Nee, das war mal ein Gefängnis. Ja, vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas Brauchbares. Wäre ja nicht schlecht, wenn wir jetzt hier erstmal irgendwo reinkommen würden. Na, wo kommen wir denn hier rein? In dieser. Na, geht doch, hier haben wir ein Loch. Bin mal gespannt, ob es hier auch wieder diese Max gibt oder sowas. Bisher sehe ich. Doch, da unten rennt schon einer her. Bumm. Die Türen sind hier auch offen, okay. Also war hier auch schon jemand. Bisschen Schoki. Gummiband brauchen wir nicht. Okay. Ist natürlich sehr gefährlich, wenn hier so ein Mech rumrennt und das so. Da hat er mich schon entdeckt. Da oben ist auch noch einer. Das wird jetzt gerade gefährlich. Oh oh. Das ein gutes Ende nimmt, da bin ich mir nicht so sicher. Der da unten scheint weg zu sein. Nur der ist eindeutig auf dem Weg nach uns hin. Mein Gott, ey. Er rennt hier immer noch im Kreis um uns rum. Wo will er denn nun hin? Beziehungsweise wie kommen wir hier wieder weg? Okay, der scheint da zu stehen. Ja gut, der holt mich jetzt auch ab. Guck mal in diese. Oh, das ist der nächste Mech. Oh, verdammt.
aber das blöde Gefühl, wenn der einen hier sieht. Wuhu! Na, ich tauche schon endlich ab. Das darf nicht wahr sein. Mein Gott. Bewegt er sich hier gar nicht weg? Was für ein Käse. Na, jetzt los, weg hier mit dir. Renn. Wow. Ah, hier sieht's doch gut aus. Das sieht mir auch schon wieder aus, als wenn hier jemand gewesen ist schon. Nix. Aber hier. Tomatensoße. Besser wie nix. Born. Kampfstiefel. Gummiband. Und noch ein Gummiband. Aber die brauchbarsten Sachen sind, glaube ich, schon wieder weggelootet hier. Kommen wieder nur ein paar Reste. Mal trotzdem mal alles hier. Achso, und die Kartons zählen wir einer wohl. Nix. Nix. Auch nix. Auch nicht. Ist hier noch was Schönes? Ja, viele Zettelchen. Schuhkartons wurden auch schon alle gelootet. Ja, das ist ja was. Dann quälen wir uns hier rein und was haben wir? Nix haben wir hier. Können wir wirklich nur darauf hoffen, dass die, die vor uns hier waren, irgendwas vergessen haben. Aber nicht gebrauchen konnten, was wir noch brauchen. Aber macht nicht diesen Anschein. Alles leer, leer, leer. Ja, endlich. Durch die AK ersetzt wurde. Ja, so eine Munition haben wir wahrscheinlich gar nicht. Oder? AL-39. Doch, haben wir. Dann schauen wir mal die Axt weg. Nehmen natürlich dafür das Maschinengewehr mit. Brauchen wir wahrscheinlich noch ein Magazin, was wir auch schon wieder nicht haben. Sonst noch was Gutes hier? Nein.
sonst noch hier unten Schönes? Ja, gehen wir mal hoch. Vielleicht gibt es da auch noch einige Sachen. Haben wir schon mal nix. Haben wir nur so einen Hut, den wir schon haben. Okay. Ein Adapter. Nein, das brauchen wir nicht. Da haben wir nichts. Okay. Auch nichts. Die M9 ist die, die wir auch schon haben. Ja. Wanderschuhe, Einsatzweste, okay. Genau, können wir nicht öffnen, okay. Von da unten sind wir ja hochgelaufen. Sind wir hier mal im Kreis, mal schauen. Noch eine AK. Nur mal ein Magazin auch für. Haben wir hier. Oh, ein Adapter für da. Ich tausche einfach mal aus. Moment, der hat noch irgendwelche Adapter doch gerade gefunden. Nein. Hm? Add to quick access, drop select. Okay. Equip. Hä? Verstehe nicht, warum er das nie macht so. Da nicht. Nirgendwo. Die wäre aber richtig für die. Hm. Ja, Single Shot können wir die auf jeden Fall nutzen im Moment. Besser wie gar nicht. Ja, geht doch. Endlich. Haben wir zwei M9 Magazine. Ja, manchmal auch ein bisschen verplant, glaube ich. Kann man ein zweites auch noch einsetzen? Nein. Okay. Hier passt auch nichts. Bei der passt er natürlich auch nicht. Egal. Hat er die jetzt eigentlich voll geladen? Verstehe das nicht so. 0 von 19. Oh. Ich probiere es einfach mal. Ich schieße einfach mal. Und Reload bitte. Ja, gibt's doch gar nicht. Hat doch ein Magazin dafür gefunden. Patron 9 mm. Hey, 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 hey. Jetzt gucke ich mir gleich, wenn ich. Gucke ich mir gleich nochmal eben an. Also ist es auf jeden Fall nicht geplant oder nicht gut. So sollte es eigentlich nicht sein. Haben wir hier noch in den Ecken?
Nix. Weiß ich gar nicht, wie ich hier schon... 22. Ja, jetzt wo ich das Kleinkalibergewehr gerade weggeworfen habe, finde ich die Munition dafür. Ah, ist das nicht herrlich hier. Okay, wie hat er jetzt eigentlich geladen gehabt? Die haben wir nicht, da waren wir für die andere Wendmunition. Gut, nehmen wir die mit. Die schmeißen wir weg. Hey, schmeiß die Pistole nicht weg. Hm. Oh, er muss mal auf Toilette. Ja, erlösen wir mal. Na, ja, schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Manchmal weiß ich nicht so genau, wo ich schon mal wohne und nicht. Zumindest weil die ganzen Türen schon offen sind. Aber ne, hier waren wir schon. Genau, das war die Tür, die nicht aufging. Also müssen wir in die Richtung hier weiter. Leer, 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 leer. Alles leer. So, jetzt habe ich mir nochmal eben das mit der Munition angeschaut. Aber wir müssen das Magazin in die Hand nehmen, dann können wir es vorladen. Jetzt haben wir hier 15 von 15 Schuss drin. Also das hat mir jetzt gerade auch keine Ruhe gelassen, da wollte ich jetzt eben mal nach für meine Ruhe schauen. So. Leider ist hier wieder alles schon sehr leer. Aber ein bisschen hat man ja wenigstens bekommen. Und wer weiß, wie groß diese ganze Anlage eigentlich noch ist. Irgendwie habe ich Talent dazu, wenn ich irgendwo rausrenne, erstmal in die falsche Richtung immer zu laufen. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch schon bald einmal rum im Kreis. Ist aber auch eine verwinkelte Gegend hier. Schmerzmittel. Nehmen wir es auch mal mit. Was haben wir hier? Notfallverbandzeug. Das kann man natürlich auch gebrauchen. Wenn wir ein bisschen aufräumen hier, dann passt das auch rein. Dankeschön. Und überlagern zur Kleidung. Die Waffe weg, dann sehen wir, wie viel Plätze wir überhaupt im Inventar noch haben. Ist nicht mehr viel. Zielfernrohr. Können wir weder auf die eine noch auf die andere setzen. Notverband. Okay, noch einen brauchen wir im Moment nicht. Was gibt's sonst noch Schönes? Haben wir da? Bienenpollenpillen. Okay. Wir sollten eh mal irgendwas essen hier. Geht nicht. Kann auch nicht öffnen. Ja, ist mal den Riegel hier. Besser wie nix. Haben wir hier noch Schönes? Bisher auch nichts.
draußen Schreibtische zu durchsuchen. Wir brauchen doch Loot, Loot. Wir brauchen Loot. Aber auch noch nicht so erfolgreich. Oh, ich denke, machen wir mal für heute erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.